Feminismus verhält sich für uns wie Milch in meinem Kaffee, muss rein, gehört dazu und passt auch zusammen. Was die FDP sagt, was ganz wichtig ist, ist zum einen, dass wir die Frauenhausfinanzierung auf bessere Füße stellen müssen, damit wir in allen Kommunen, in allen Bundesländern auch tatsächlich ausreichend Plätze haben. Heißt zum Ersten eine Reform dieses Finanzierungssystems der Frauenhäuser. Und zweitens, natürlich ganz wichtig, auch mehr Plätze, um mal bei dem Thema zu bleiben. Also das sind schon mal so zwei Punkte, wo ich sagen würde, ganz konkret, mehr Frauenhausplätze auf Bundesebene, eine gute, bessere Finanzierung und eben auch die Präventionsarbeit vor Ort stärken. Es muss vereinheitlicht werden bundesweit, sonst kommt man da nicht weiter. Und auch so aufstellen, dass jede und jeder Zugang hat, egal mit welchem Hintergrund. Was wir auch machen wollen, ist, ich glaube, wir brauchen dringend ein bundesweites Online-Register, wo sozusagen freie Platzkapazitäten zur Verfügung gestellt sind und eingestellt werden, weil ist ja eigentlich absurd. In Berlin ist kein Platz mehr frei. Ich könnte aber vielleicht nach Brandenburg gehen und da ist aber gar keine Kommunikation in Berlin bei den Einrichtungen, ob vielleicht in Brandenburg noch ein Platz frei ist. Und das wollen wir ändern mit einem bundesweiten Online-Register. Wir glauben, dass ein Rechtsanspruch schon mal eine ganz gute Sache ist, aber der steht ja auf dem Papier. Und Papier ist geduldig. Ich bin ja Juristin, insofern, ich weiß schon, was ein Rechtsanspruch ist. Ich glaube, dass das nur einhergehen kann und dann für eine echte Verbesserung sorgt, wenn wir diese Finanzierung der Frauenhäuser eben auf eine einheitliche Basis stellen. Und da muss sozusagen der Bundesgesetzgeber dann auch tätig werden. Also das, was man auf bundesgesetzlicher Ebene lösen kann, kann ja der Bundesgesetzgeber machen, ne? Ist zwar nicht schön, wenn einzelne Bundesländer da nicht einverstanden sind oder noch nicht so weit sind. Mein Eindruck ist aber, dass die Bundesländer und die Kommunen auch ein erhebliches Interesse daran haben, dass das finanziell auf solidere Füße gestellt wird. Und wenn man dann sagt, der Bund hat auch eine größere Zuständigkeit zu finanzieren und wird dies auch tun, ist das, glaube ich, ein erhebliches Argument für Länder und Kommunen, da auch mitzugehen. Bevor sozusagen es zu Strafverfahren und zu Fragen des Umgangsrechts kommt, ist ja die Frage, wie können wir Gewalt überhaupt oder weitere Gewalt verhindern? Und da ist es ganz wichtig, dass wir Präventionszentren haben, die ganzheitlich die Familie betrachten. Der zweite Schritt ist, dass wir in den Gerichten, aber auch in den Anlaufstellen, den Fachstellen nochmal ein anderes Verständnis brauchen, was das eigentlich heißt, häusliche Gewalt.
Wir setzen uns, das ist der erste Punkt, sehr stark dafür ein, dass Mädchen, aber auch Jungs in den Kitas und Schulen schon mal der Blick geöffnet wird und die traditionellen Rollenbilder aufgebrochen werden. Konkret heißt das für uns bei den Mädchen eine Förderung und eine bessere Vermittlung von den sogenannten MINT-Fächern. Wenn Frauen da abgehängt sind durch unzureichende Ansprache in der Bildung, ist das ein Riesenthema, betrifft Geschlechtergerechtigkeit, weil damit auch geringere Verdienstaussichten, geringere berufliche Möglichkeiten, aber auch geringere Rente dann letztlich auch einhergeht. Und sich natürlich, und das ist der zweite Punkt, diese Rollenaufteilung innerhalb der Familie verfestigt. Wir wollen, dass sich Väter stärker beteiligen. Wir sagen, dass wir das Elternzeit- und Elterngeldmodell ändern wollen. Die Mindestanzahl von Elterngeldmonaten, die jetzt ja bei 2 Monaten sind, für den jeweils anderen Partner, wollen wir auf mindestens 3, besser noch mehr, anheben. Wir wollen einen Partnerschutz einführen, ähnlich dem Mutterschutz nach der Geburt, für den Partner oder die Partnerin der Mutter. Und wir wollen auf alle Fälle dafür sorgen, dass sich durch flexibleres Arbeiten letztlich auch eine Reform des Arbeitszeitgesetzes Familie und Beruf besser vereinbaren lässt. Ein weiterer Punkt ist, wir müssen das Rentensplitting stärken. Das ist die Aufteilung von Rentenpunkten zwischen beiden Partnern, egal wie viel sie jetzt sozusagen entlohnt gearbeitet haben. Und dieses Modell ist kaum bekannt. Das müssen wir bekannter machen und auch Paaren zugänglich machen, die nicht verheiratet sind. Also so kann man auch für eine bessere Rentengerechtigkeit sorgen. Ich glaube, wir müssen ein Umdenken insgesamt in diesem Bereich haben, weil das Thema Frauen, das Thema Kinder und Jugend, also Familie, ist ja kein isoliertes. Also eigentlich ist es ein Querschnittsthema in allen anderen Bereichen. Und so müsste man eigentlich, wenn man wirklich Gender Mainstreaming macht und machen will, in allen Bereichen, die davon betroffen sind, noch viel stärker den Fokus auf Frauen, aber auch auf Kinder legen und müsste wegkommen von diesem einen Ministerium, was dann so einen kleinen oder einen kleineren Topf kriegt als andere. Zum einen ist es natürlich so, dass man jeden Tag immer wieder aushandelt, wenn man Kinder hat und kleine Kinder hat, so wie ich, mit seinem Partner, wer macht wie was. Und wir versuchen das gleichberechtigt aufzuteilen, mein Mann und ich. Und das ist aber auch nicht immer einfach. Das stellt einen immer wieder vor neue Herausforderungen, ist klar. Ansonsten versuche ich bei uns auch in meinem politischen Umfeld viele Frauen dafür zu gewinnen, zu kandidieren für Wahlen oder sich auch stärker zu engagieren in der Politik, bei uns in der Partei, aber auch insgesamt parteiübergreifend ist das ein ganz wichtiges Anliegen. Selbst wenn mir jetzt jemand sagt, ich hätte Lust, mich zu engagieren, aber weiß noch nicht wo, dann versuche ich auf alle Fälle zu sagen, das ist eine gute Sache, mach das auf alle Fälle.